Vielen Dank und ich freue mich, dass ich noch jemanden habe mitbringen können. Wir haben bei dem Film zum ersten Mal zusammengearbeitet und es war wirklich, es war super. Und ich freue mich, dass du heute Abend mit dabei bist. Die Monika Baumgärtner in der Rolle von der Monika, der Frau vom Schorsch. Oh. Wie machen wir das jetzt? Also wenn jemand eine Frage hat, dann einfach Handzeichen, dann komme ich mit dem Mikro geflogen. Ansonsten werden wir euch jetzt einfach ein bisschen was zum Film, zu den Dreharbeiten erzählen, zur Zusammenarbeit, wie es euch so seinen Weg gegangen ist. Ist das okay für euch oder sollen wir fahren? Okay. Emma ist ja ein begnadeter Baggerfahrer, habe ich gehört. Vielleicht magst du ein bisschen was zu den Dreharbeiten erzählen, wie das war Richtung Bagger. Also der Elmar kann viele Sachen ganz hervorragend, Baggerfahren gehört nicht dazu. Es gibt bestimmt einige oder wenigstens einen vielleicht, der schon mal einen Bagger gesteuert hat. Es ist nicht einfach. Also ich habe das vorher auch nie gemacht. Man setzt sich dann ein bisschen damit auseinander, weil man muss ja irgendwie auch wissen, was die Darsteller tun. Und es sind zwei Hebel, die in vier Richtungen jeweils unterschiedlich belegt sind. Man kann sehr durcheinander kommen. Elmar hat 2 Tage intensives Baggertraining genossen. Und das hat überhaupt nichts gebracht, das hat sich gar nicht sparen können. Und das war, es gibt ja 2 Bagger-Szenen, bei der ersten war schon zum Davonrennen. Aber bei der zweiten, das ist dann, die wir als zweites gedreht haben, wo er in das Grün reinbaggert, da haben wir ihm alles genau, also haben die Schaufel schon an das Grün so hingestellt, dass er wirklich nur noch einen Hebel so und den anderen so hinziehen müssen. Aber dann mit dem also Text und Dialog und Spielen und Zeug hat das natürlich total an der falschen Stelle und hat dieses Loch da reingebaggert, also viel zu früh, an der vollkommen falschen Stelle. Und das war natürlich ein bisschen blöd, weil man dieses riesige Grün ja also nur einmal sozusagen frisch reinbaggern kann. Also wir haben ausgemacht, dass er, also ich möchte sehr gerne wieder einen Film mit ihm machen, und wir haben ausgemacht, er darf ja nie mehr wieder Bagger fahren. Das ist jetzt aber ein super Pilot. Ja, also er ist ja vor allem ein super Mitflieger. ja, also in dem Flugzeug sind ja, das haben Sie ja gesehen, sind 2 Plätze drinnen. Also Elmar war viel in der Luft, also das ist jetzt nicht so. Wir haben diese ganzen Flugszenen, an den Flugszenen, die sind nicht digital gemacht, was man natürlich hätte machen können. Ein Flugzeug in Studio stellen vor einem Greenscreen und dann die Hintergründe digital reinsetzen. Das haben wir nicht gemacht, sondern das Flugzeug ist an vielen Stellen original in der Luft gewesen. Es hat ja 2 Plätze, wenn Elmar alleine fliegt und man sieht ihn da fliegen, dann war meistens der Pilot, also der auch der Besitzer der Maschine ist, ein Jan Meissner aus in der Nähe von Dresden, der diese Maschine hat, der saß auf dem vorderen Platz, hat sich dann immer so wegverstecken müssen, was nicht ganz einfach ist, dann noch das Flugzeug zu fliegen und Elmar saß eben hinten drin und hat schön so getan, als wenn er fliegen würde. Das hat er drauf gehabt. Er hat allerdings, also das muss man auch sagen, um auf diesem hinteren Platz mitfliegen oder fliegen zu dürfen, muss man, weil es gibt eine Bremse in dem Flugzeug, die gibt es nur hinten. Und er musste lernen, diese Bremse zu bedienen, weil für den Fall, dass man also dann bremsen muss mit der Bremse, das hätte nur er gekonnt. Das hat er drauf gehabt. Die anderen Flugsachen, also die Sachen mit Dialog, die sind tatsächlich am Boden gedreht, also die sind nicht in der Luft gedreht, aber eben nicht im Studio, sondern wir haben eine riesige, also 10 Meter im Durchmesser, Drehscheibe gebaut, die auf Luftkissen gelagert war, sodass man also drehen und kippen konnte. Auf der waren auch Windmaschinen montiert, die dann eben den Flugwind simuliert haben. Und wir haben an einem Kran aufgehängt eine riesige Lichteinheit, um mit der Kranbewegung die Sonnenbewegung nachmachen zu können, sodass wenn man jetzt sagt, die fliegende Kurve, dann konnte man sowohl das Flugzeug kippen, die Kurvenbewegung machen und dann auch die Sonnenbewegung nachvollziehen, sodass sich also im Schattenspiel auf den Gesichtern das abzeichnet. Das war, ist so noch nie gemacht worden, war ein großes Abenteuer, hat dann aber zum Glück einigermaßen funktioniert, würde ich sagen. Apropos Elmar, der gibt ja seiner Rolle, also seiner Figur auch was mit, was du mir gesagt hast, was ja total stimmt. Wenn er anders wäre, hätte man das ganz anders wahrgenommen, indem das er so ist, wie er ist. Kann man ihm das verzeihen oder versteht man es, dass er sagt, so dann du, glaube ich, oder? Naja, es war so, dass ich
dazugekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind, weil eigentlich war ich gar nicht die Originalbesetzung, sondern es war jemand anders dafür geplant. Diejenige Dame, die hat dann irgendwie keine Zeit gehabt, so durfte ich dann. Gott sei Dank. Ja, ich hatte das Riesenglück, dass ich dann mit dem Florian kennengelernt habe, mit ihm drehen durfte. Dann habe ich eben die Szene bekommen und das Buch oder das Drehbuch und habe mir nur gedacht, wenn das jetzt nicht der Elmar gewesen wäre, der so ein zauberhafter Mensch, Kollege, wunderbarer Mensch ist und zauberhafter Kollege, der so viel Sympathie mitbringt, sondern jemand anderer, dann hätte man vielleicht auch in dem Film oder in dem Buch sagen können, sagen wir, was ist denn das eigentlich für ein Depp? Also so einfach sich den Problemen, das zu lösen, dass man sich ins Flugzeug setzt und davonfliegt, einfacher geht es ja gar nicht. Natürlich versteht man auch, dass jeder Träume hat. Jeder von uns kennt das. Dass man Träume hat, die nicht verwirklicht sind, die man hofft, noch zu verwirklichen zu können. Aber die Frage ist halt, wie gehe ich damit um und was lasse ich zurück? Und das, glaube ich, ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich denke schon, dass der Elmar ist einfach durch seine Liebenswürdigkeit und durch diese Art, wie er das macht und wie du das auch inszeniert hast. Ich finde übrigens, das ist wunderbar. Ja, ja. Sei nicht der Meinung, hat einen super. In der heutigen Zeit und dass man so einen Film hat, der so langsam ist und der einen auch die Möglichkeit gibt, zu genießen oder zu nachzudenken einfach. Und das finde ich ganz was Wunderbares. Und ich freue mich wirklich auch, dass Sie so zahlreich hier sind und dass ich heute da sein darf und dass ich den Florian kennengelernt habe. Und empfehlen Sie uns weiter. Ich glaube, das ist wirklich schon ein guter Film geworden. Kann ich, auch wenn ich... Florian und die Kamerafrau verzweifeln lassen, wie ich da ausschaue teilweise. Und ich denke, nein, sie schaut super aus. So alt und furchtbar und so hässlich. Und alle meine Freunde haben immer gesagt, sag mal, wie schaust denn du in dem Film aus? Du schaust doch nicht. Wem ist das so gegangen? Ja, allen doch. Lass mich jetzt nicht hängen, bitte. Nein, das hast du nicht. Nein, aber das ist natürlich so klar. Ich, durch dieses Licht, durch dieses weiße Licht und durch dieses Ding von unten und so weiter, dass man aussieht, dass es halt so furchtbar ist daheim. Und die andere Dame, wo er dann hin ist, die hat ein warmes Sonnenlicht bekommen und dann wird wunderbar. Oh Gott, wie schau denn ich? Und dann denke ich mir, aber es ist halt mein Beruf, ich stehe dazu und ja, das hat die Florian zu verantworten. Also, die Verantwortung übernehme ich sehr gerne, weil ich finde, dass du nicht recht hast. Und den nächsten Film darfst du dann die mit dem Sonnenlicht. Ja, super, ich habe gehört, mein Zeug. Darf ich Ihnen sagen, ich finde den Film sehr ausdrucksstark. Ich war lange nicht mehr im Kino, aber den wollte ich sehen und ich finde ihn toll. Das, super. Was Sie gebracht haben, es ist das Leben, wie es spielt und die Aufnahmen sind fantastisch. Also mein Kompliment an alle, die da mitgespielt haben, ich fand es toll. Empfehlen. Ja, es sei ja eben nicht nur der Elmar, wegen dem du auch dabei bist, sondern auch der Florian Gallenberger war es ja auch. Also, Also ich habe gar nicht gewusst, es scheint dir noch als, so, so, wie sagen wir da, als Kerbe in dir zu sitzen. Ja, du bist der Einzige, meine Liebe. Nee, also ich erinnere mich wahnsinnig gut an unser Casting in Berlin, ja, wo wir uns kennengelernt haben. Und das Lustige ist, dass wir ja zuerst in die Maske gegangen sind und... Ja, Florian, so, ich merke, dass du ganz anders ausschaust. Das war sein erster Satz. Er hat hallo. Er hat es geschafft. Okay. Ja, und ich fand dich im Casting großartig, ich fand dich beim Dreh großartig. Also von daher, ich finde auch, dass du super ausschaust. Ja, also das ist, ja, da habe ich ja schon geschafft. Also, alles klar. Gibt es noch was fragen, Marc? Ja. Ehrlich gesagt, ich kann auch was dazu sagen, das hat sich auch nie in irgendeiner Form materialisiert. Das heißt, für mich gibt es die Monika im Film nur mit der Monika. Also es ist jetzt für mich nie die Zweitbesetzung gewesen. Also das ist mir auch wichtig. Nein, das weiß ich auch, Florian. Ja, der Vorname Monika im Film. Er war schon vorher da und das war so. Ja. Ja. Nur wissen, wie man auf so eine schöne Geschichte kommt und was da der Auslöser ist und ob man da auch schon die Figuren so im Kopf hat.
Also, da muss ich jetzt sagen, dass auf die Geschichte an sich bin ich selber gekommen, weil der Film basiert auf einem Roman, der heißt auch Grüner Witzknecht, sagt der Gärtner und flog davon. Der Roman ist von dem Jockel Tschirsch, den vielleicht einige auch kennen, der auch also Kabarettist und Schauspieler und eben auch Schriftsteller ist. Und der hat auch mitgespielt, ja? Ja, ja, genau. Der Jockel hat den Gerichtsvollzieher gespielt. Hat der Jockel Tschirsch. Der den Schorsch des Flugzeuggerichts finden möchte, genau, das war der Jockel. Der hat diesen Roman geschrieben und das. Also das war für mich, also Elmar kam eigentlich mit der Idee zu uns, also uns ist Benjamin Hamann, der Produzent, und zu mir, und hat gesagt, ja, die Rolle interessiert mich, die Figur interessiert mich. Dann habe ich den Roman gelesen und ich habe den natürlich dann schon mit Elmar im Kopf gelesen und fand das die richtige Besetzung und habe mir das dann auch gut vorstellen können. Wir haben uns dann an verschiedenen Stellen natürlich auch ein bisschen vom Roman gelöst, also im Roman zum Beispiel kommt der Schorsch am Ende wieder mit seiner Ehefrau zusammen und bleibt bei ihr und trennt sich nicht und fliegt nicht weiter. Und das war natürlich große Diskussion, ob man das so machen soll oder nicht so machen soll. Also im Roman wäre es hier dann wieder zusammengekommen. Fände ich furchtbar, ehrlich. Also ich finde es super. Das fände ich, also ehrlich, als ich das danach gelesen habe, war ich total froh, dass er Florian und dass ihr das anders gelöst habt. Weil das hätte ich, was wäre da gewesen? Das hätte sich vielleicht ein bisschen wieder erneuert, aber dann wäre derselbe Schwan wieder weitergegangen. Das wäre furchtbar. Und so hat jeder ein neues Leben und hat jeder von den Figuren hat eine Zukunft. Und irgendwie geht es weiter und jeder hofft, dass es ein glücklicheres Weitergehen ist. Und das finde ich das Positive in dem Film. Also ich bin sehr froh, dass ihr das nicht so gemacht habt. Ja. Ja. Dann bin ich auch froh. Dann ist es natürlich auch so, dass diese Figuren letztlich Kontur gewinnen, mit dem dass auch die Schauspieler dann dazukommen. Und das denkt man sich jetzt nicht über Nacht im Kopf aus, sondern das erarbeitet man sich schon mit denen gemeinsam. Und also, dass der Elmar auf den Schorsch passt, ist klar. Jetzt so eine Figur wie die Philo, ja, also ich finde sie jetzt ganz toll gemacht, die Emma. Und, aber das muss man auch erst finden, schauen, welche Energie hat diese Schauspielerin und wie ist das. Und so haben wir da irgendwie alle zusammengearbeitet und dann ist das was gekommen. Haben wir noch eine Frage hier vorne? Grüße, Gratulation zum tollen Film. Vielen Dank. Frage, ist es ein Liebesfilm oder ist es ein Roadmovie oder Flymovie mit der Musik der 60er Jahre, ein bisschen Easy Rider dabei, ein bisschen Going Up the Country? Was war geplant? Naja, vom Filmischen also, her. Ja, also es ist jetzt faktisch kein Roadmovie, weil sie nie auf der Straße sind, aber es ist natürlich von der Struktur her ein Roadmovie, eine Figur geht auf eine Reise und natürlich ist die geografische Reise im Prinzip das Abbild der Reise, der inneren Reise, die die Figur macht. Von daher ist es ein Roadmovie. Das ist natürlich, dass es mit Liebe zu tun haben würde, das ist, also es gibt ganz wenige Filme, die nicht irgendwie auch mit Liebe zu tun haben. Und das ist für jemanden, der sozusagen in so einer verfestigten Lebenssituation ist. Also das war für mich eigentlich der Wunsch, der Grund, warum ich den Film gerne machen wollte, weil ich diesen Männertyp so gut kenne. Also ich bin ja Bayer und ich finde, es gibt diesen, also vielleicht die Frauen werden mir vielleicht zustimmen, es gibt diesen Männertyp in Bayern, finde ich häufig, der nicht spricht, der also über Gefühle schon gleich gar nicht, wo immer die anderen schuld sind und der sich so zurückgezogen hat in so eine Negativität. Und ich wollte gerne sozusagen zuschauen, wie dieser verkrustete Typ langsam so aufbricht und mit jeder Begegnung auf dieser Reise so ein bisschen so ein Riss in den Panzer kommt. Und das war eigentlich das, was ich erzählen wollte. Dankeschön. Nachfrage noch. Sie kommen ja aus Planegg, glaube ich. Und wenn man anschaut am Anfang, sehr, sehr viel Filmförderung ist dabei. Wie wichtig ist die Filmförderung in unserem Land, damit wir solche Filme sehen können? Die Filmförderung ist extrem wichtig. Wenn es die nicht gäbe, dann würden Sie nicht nur den Film nicht sehen, sondern wahrscheinlich es werden in Deutschland 200 Filme im Jahr gemacht. Von denen sieht man die meisten sowieso nicht. Und von den 200 würde es wahrscheinlich 180 nicht geben, wenn es die Filmförderung nicht gäbe. Jetzt ist in Deutschland, ich will jetzt da nicht keinen Vortrag über Filmförderung halten, aber die Filmförderung ist eben zum größten Teil regional. Also das heißt, die Bundesländer haben ihre Förderung, also Bayern hat eine Förderung, Berlin-Brandenburg hat eine Förderung, Nordrhein-Westfalen hat eine Förderung, das waren die drei, die bei uns dabei waren. Und dann gibt es eine bundesweite Förderung, die FFA. Und natürlich ist es so ein bisschen so ein Einsammeln. Man versucht eben an den Orten, wo man dreht, dann auch die regionalen Förderungen zu haben, was jetzt bei dem Film sich angeboten hat, weil man einmal quer durch Deutschland gereist ist. Aber ohne der Filmförderung würde die Filmbranche in Deutschland kollabieren, das kann man so sagen, ja. Planen Sie ein weiteres Projekt?
weitere Zusammenarbeit, Sie beide? Also, Monika, das hast du mir noch nie gesagt, ob du das planst. Der Herr wurde nicht bezahlt von mir. Vielleicht kennst du euch so, also du bist dafür verdient. Nein, ich glaube, der Florian plant sicher neue Sachen, aber das ist ja wie immer bei diesen neuen Begegnungen. Man begegnet sich und dann kann man schauen, kann man miteinander, und wenn sich wieder was ergibt, gehe ich davon aus, dass der Florian wieder mich denken will. Wenn da nichts drin ist für mich, dann gibt es ja nichts. Außer ich darf mal mit einer blonden Birne spielen. Was hätte ich eigentlich mit Birne gespielt? Du darfst mal mit der Birne dann spielen. Ja, ja, nee, also klar, also ich muss ja auch von was leben. Das heißt, ich muss was planen für die Zukunft, und die Filme haben ja immer leider Gottes einen wahnsinnig langen Vorlauf, weil die Finanzierung schwierig ist, Filme kosten leider viel Geld. Und dann ist die Herstellung auch sehr langwierig. Also ich würde wahnsinnig gerne mit der Monika auch beim nächsten Mal arbeiten. Such mal Stoff. Ich kann nicht versprechen, dass du so ausschauen darfst, wie du denkst, dass du gut ausschaust. Aber wir müssen das noch erzählen, was sie kürzlich macht. Weil ich finde, das ist so, oh, hat mit dem Film jetzt, aber das ist so, hat mit ihr so viel zu tun. Da haben wir so eine Hochachtung da. Mit dieser Musik und dem Gesang und so. Ach, das ist doch gar nicht doch, wichtig. Das ist schon, sie hat was ganz Tolles auch gemacht, außer dem Film jetzt auch. Nein, es ist ganz kurz, ich habe gerade in Kufstein auf der Festung Anna Tefka gespielt und gesungen. Das erste Mal in meinem Leben, in meinem hohen Alter, mit 40 Mann Orchester und Headset singen zu müssen, das war neu für mich, umgeben nur von Damen und Herren der Volksoper Wien und lauter Musical-Leuten, und ich habe hier keine Ausgabe, ich kann nicht mehr Noten lesen, ich habe mir dann so ein kleines Keyboard gekauft und habe mit farbigen Punkten meine Oktavsprünge eingezeichnet, damit ich es lernen kann, und das war jetzt toll, und es war jeden Abend 2000 Leute und jeden Abend Standing Ovation, mehr kann man nicht haben, das macht mich sehr glücklich. Wenn ich jetzt als nächstes ein Musical machen würde, dann würdest du dich dafür berufen fühlen. Ja, Mama Mia! Also, ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Mama Mia auf Bayerisch war das super. Mama Mia auf Bayerisch, Hauptrolle, Monika Baumgart. Es heißt, wir wollen 2000 Besucher zu diesem Film in Fürstenfeldbruck, und da zähle ich auf euch. Ist das klar? Schafft ihr, oder? Ja. Ohne Schmarrn, es ist sehr, sehr wichtig. Filme werden für euch gemacht, wenn so tolle Kinos wie hier, Markus, sein Team, das Gala-Kino, wo wir sehr gerne sind, Filme nicht spielen. Wenn ihr nicht kommt, dann können wir arbeiten, was wir wollen. Ihr seid die, die davon beseelt rausgehen und das auch weitertragen dann. Da hilft gerade Plakat nicht, gar nichts, wenn ihr nicht einfach diese Kunde weitertragt, wenn ihr ins Kino geht, ja, und nicht am Handy oder am Fernseher, sondern Kino ist es. Und ich danke euch auf jeden Fall, dass so viele heute da sind. Und würde vorschlagen, wir treffen uns draußen. Fotos, Autogramme, Fragen, die sich in großer Runde keiner stellen traut vielleicht, wenn ihr wollt. Also wenn ihr wollt, treffen wir uns draußen. Aber vorher noch Dankeschön an den Markus und sein Team vom Kino hier, weil ihr seid einfach super. Vielen Dank. Danke euch.